Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammerwatch. Nachdem mir mein PC abgekackt ist und alles weg war, habe ich jetzt nochmal gedacht, jo, wir fangen nochmal von vorne an. Und ich habe auch so viel sowieso übersehen. Oh Gott, ich brüll, glaube ich, gerade voll ins Mikro, weil gerade das auf den Ohren so laut ist. Und ich drücke jetzt hier auf Singleplayer. Und wir werden nicht als Wizard diesmal starten, sondern wir werden als Warlock starten. Weil ich habe nämlich festgestellt, ich habe nämlich mal so alle Klassen so ein bisschen durchprobiert. Paladin ist halt klassisch der Schwertkämpfer. Dann ist das hier der Feuermagier, der mit seinen Feuerkugeln schmeißt oder auch den Flammenwerfer hat. Dann hat er ja den Ranger, der kann also mit dem Bogen schießen. Der ist dann wie Link, kann auch Bomben schmeißen. Also die legt er dann hin, dann macht's bumm. Aber wir entscheiden uns für den Warlock und was der kann, das seht ihr jetzt im Spiel. Und wir spielen natürlich auf Medium. Die Brücke ist hinter uns zusammengebrochen. Wo ist hier der Weg nach draußen? Tja, das frage ich mich eigentlich auch. Vor allen Dingen, weil links steht ja Out. Aber wir kommen nicht über die Brücke. Verdammt nochmal, wir müssen den Ausgang suchen. So, warum will ich hier mit der Maus spielen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, da habt ihr gerade was gesehen. Das war gerade die Kugel, die ich eigentlich noch nicht abschießen wollte. So, jetzt machen wir hier natürlich erstmal schön die Kisten kaputt. Und ich habe hier so einen Zauberstab, vermute ich, in der Hand. Oder, ja, ich glaube, das ist ein Zauberstab oder sogar ein Schwert, ein grünes. Ja, jetzt können wir hier sogar einzeln die schönen Fledermäuse zerhäckseln. Aber jetzt hole ich mir erstmal das ganze Geld. Und das hier finde ich schön. Okay, gegen Kisten hat das kein Empfekt. Nee, also es passiert nichts, verdammt. Gleich so früh in der Aufnahme verhaspeln. Bam! Ich hätte vielleicht vorwarnen sollen. So, wir werden... Fledermaus. Also was natürlich so ein kleiner Nachteil an dem Zauberer ist, ist, dass er wirklich nur gerichtet auf einen zuhauen kann. Der hat keinen Einfallswinkel und Ausfallswinkel, wie ich das jetzt mal benennen möchte. Da muss man wirklich genau draufhauen und das ist gar nicht so einfach. Aber das Schönere an den Warlock ist, als an den Wizard, den wir vorher hatten, dass der hier eindeutig mehr Leben hat. Das ist dann doch ein bisschen einfacher. Es sei denn, es kommt eine Bombe. Irgendwo. Und letztes Mal haben wir uns ja auch so schön unterhalten. Das meiste wird natürlich jetzt überhaupt nicht kommen, weil ich habe ja die Folgen wieder gelöscht. Weil es macht ja keinen Sinn, nochmal anzufangen und das andere Let's Play draufzulassen. Dann dachte ich mir, jetzt machst du einfach als Entschädigung eine halbe Stunde Folge jetzt. Damit diese zwei 15-Minuten-Folgen wieder irgendwie rauskommen. Und diesmal bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Und mir ist aufgefallen, ich habe bei meinem ersten Spielversuch, so nenne ich das jetzt mal, habe ich sehr viel übersehen. Aber das habe ich ja auch als Feed auf meine YouTube-Seite geschrieben. Irgendwo hier sind Türen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo waren die erste. Verdammt, ich hätte mir die Folgen nochmal angucken sollen. Weil die habe ich nämlich auf der externen Festplatte gespeichert gehabt. Aber wenn man natürlich nicht mehr denselben Stand hat, ist das auch schlecht, ne? Hier waren doch irgendwo Türen. Na gut, wir müssen erstmal weiter. Und hier sind erstmal ein paar Käfer, die ich jetzt erstmal, yeah, mit meinem schönen Elektroschock attackiere. Nur leider ist der relativ schnell... alle. Und jetzt kommt eine ganze Fledermaus-Armada. Keine Mana. Feuer! Yeah! Jetzt zacken wir die ja alle einzeln weg. Boah. Keine Mana. Also was wir hier auf jeden Fall als erstes, denke ich mal, updaten werden, ist entweder der Nahkampf oder dass wir mehr Mana haben. Muss ich mir mal echt überlegen, jetzt die Zeit, wo wir hier in der ersten Etage rumdengeln. So, jetzt haben wir ein bisschen... Wie viel Geld habe ich denn? Wie war denn das? Tab? Ja, Tab war es. 205 Goldmünzen haben wir mittlerweile. Ist jetzt nicht so berauschend viel. Jetzt habe ich meinen Mana erstmal wieder aufgetankt. Dafür sind nämlich diese blauen Flecke da. Wow.
Damn. Oh, letztes Mal habe ich ja sowas gesagt. Ich bin voll der Fan von dieser Musik und es ist wirklich so. Boah. Feuer. Ich meine, weg mit euch. Yeah. Oh, das war jetzt aber super. Die haben nicht lange überlebt, die Fledermäuse. Die waren gleich alle mit einem Schlag weg. Das muss alles mit in meine Tasche, damit wir echt viel Gold haben. Yeah. Ein Schlüssel haben wir gefunden und ich weiß auch schon, wofür der ist. Also die Stelle hier spiele ich jetzt überhaupt nicht mehr blind. So, habe ich irgendwo eine Tür übersehen? Ja, natürlich. Ich bin mal wieder dran vorbeigelaufen. Hier oben. Yeah. Ein geheimer Raum. Und ich nehme das ganze Geld mit. Und ich habe eine Potion und ich weiß noch nicht, wie man die benutzt. Ist wirklich wahr. Ich weiß echt nicht, wie man die benutzt. Wahrscheinlich muss man irgendwas Spezielles machen. Das wird vielleicht der ein oder andere vielleicht sogar ins Kommentar schreiben, wie man die benutzt. So, wir gehen durch die Tür. Weil so weit bin ich irgendwie noch nicht, dass ich das genau wüsste. So, Feuer. So, die Käfer sind auch so schnell, wie es nur geht, weg. Kann es sein, dass ich irgendwie gerade voll aufs Gaspedal trete? So weit war ich beim letzten Mal aber noch nicht, um nach 6 Minuten. Ah, letztes Mal hatten wir auch so ein Gespräch. Da ging es über... Das ist, glaube ich, gar nicht mehr auf YouTube veröffentlicht worden. Das war, glaube ich, Folge 3 oder so. Da haben wir dann auch über sowas gequatscht wie... Ah, Bomben! Genau, Bomben. Warum? Ah, Alter, was ist denn das? Hier in jeder Stelle eine Bombe. Ey, also so viel Pech kann auch nur ich haben. Yeah! Oder Glück. Pech kann man das ja nicht nennen. Andere fragen sich, hey, warum hast du immer so viel Bomben? Ja, weil ich es kann. So, kann ich die da drüben eigentlich attackieren? Na toll. Nee. Oder doch? Alter! Wenn ich das jetzt noch ein bisschen schräger ansetze, könnte ich vielleicht sogar die Würmer da attackieren. Achso, und dieser Zauberstab hat so eine Angewohnheit, dass er die Gegner sogar vergiftet. Das finde ich sogar richtig praktisch. So, toll. Nee, ich glaube, ich krieg die da oben nicht. Oder ich stelle mich einfach nur zu blöd an. Das mag sein, ne? Boah. Ich muss hier trotz allem immer öfters mal zurücklaufen. Ich frage mich ja, was das wird, wenn der erste Stachel... Das erste Stachelschwein kommt. Ja. So, Tür auf. Und siehe da. Die habe ich nämlich das letzte Mal auch total übersehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt irgendeinen Geheimraum übersehen habe. Das wird mir dann hinterher wieder auffallen, aber dann zurücklaufen ist wahrscheinlich... Ja, unpraktisch. Ein Diamant in der Kiste. Yeah. Wir können uns jetzt richtig was leisten, oder nicht? Oh, 569 Goldmünzen. Oh, der geht doch noch mehr, ne? So, habe ich hier irgendwas übersehen? Warum laufe ich jetzt eigentlich zurück? Jetzt kommt bestimmt so ein Kommentar. Ey, lauf doch nicht zurück. Nein. Ich laufe ja schon in die richtige Richtung. Aber ich muss ja meine Zeit wieder rausholen. Die ich beim letzten Mal so vertrödelt habe. Boah. Nein, ihr seid zu viel. Boah, der lebt ja noch. So, Apfel, Apfel. Jetzt haben wir 85 Leben. Also ich schlage mich auf jeden Fall dieses Mal besser, weil der hat ja mehr Leben. Der Warrior letztes Mal, oh Gott. 25 Leben und wenn du dann einmal so einen Schlag vom Käfer abgekriegt hast, dann warst du tot. Vor allen Dingen bei solchen scheiß Bomben. Ey, ich bin hier der Bomberman, bin ich hier. Oh, nöt. Ich will da rein. Oh. Ja, meine Cheater-Tricks sind das hier. Dass ich einfach mal irgendwie einen Blitz durch die Tür jage. Das sind meine Pro-Gamer-Tipps und Tricks. So, Tür auf. Hallo! Und ihr seid weg vom Fenster. So mag ich das. Man kommt die Tür rein, schießt einmal kurz und weg ist der Feind.
So, jetzt haben wir zwei von diesen goldenen großen Münzen. Was die allerdings bewirken, weiß ich noch nicht so ganz. Ach du Scheiße, das habe ich jetzt ganz vergessen. Die schießen ja. Na, kein Mana mehr. Hallo, Madenviecher. Du rotzt mich nicht an. Da habe ich echt was gegen. Dann wird meine lila Kleidung so ganz komisch. Wow. Nein! Ich will auch schießen. Oh. Man, das hat ja viel gebracht. Oh. Jetzt habe ich den Wurm gerade vergiftet, wie man gesehen hat. Und ihr zwei Käfer, ihr seid... Oh. Alter, die haben mir voll viel Schaden gemacht. So. Oh. Wenn man denkt, da waren die Fledermäuse, kommen noch mehr. Oh, Alter. Ich bin umzingelt von Fledermäusen. Wenn man denkt, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, dann wird's schlimmer. So, ihr zwei seid weg. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Wofür ist denn der? Ja, gute Frage. Wofür brauche ich einen Orange... nein, ist mehr braun. Orange ist es nicht. Ha! Tschüss! Nein! Nein! So. Du auch. Und du. Da oben warten sie schon. Auf mich. Aber ich gehe vielleicht doch erstmal da lang. Weil hier könnten noch ein paar wichtige Sachen sein. Wie zum Beispiel der Apfel da. Feuer! Und Feuer! Na, wer sagt's denn? Also ich finde den Warlock schon richtig klasse, muss ich sagen. Also ich kann ihn euch echt empfehlen. Wenn man so auf Fernkampf und auf Nahkampf getrimmt ist. Ich finde ja Fernkampf generell eigentlich schon gut hier, weil... Besser kriegt man den Feind nicht zu Fall. Und mit dem Nahkampf habe ich ja auch noch so eine kleine Giftspritze dabei. Super. Was ist das? Ach hier, genau. Das ist auch so eine Stelle. Die habe ich auch völlig übersehen. Wenn da so ein Loch in der Wand ist und dann solche Augen blinken könnten, dann geht man da einfach rein und man kommt irgendwo an. Found a strange plank? Bitte? Warte mal. Kann ich mit diesen Planken vielleicht die Brücke reparieren? Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Es ist die erste Planke. Wie viel brauche ich denn wohl? Also wir müssen diese Planken alle einsammeln, um... rauszukommen, wenn ich das jetzt, wenn ich meine Vermutung jetzt stimmt, natürlich. Ich kann mir natürlich auch voll daneben liegen. Und da sind wieder Würmchen. Feuer! Oh oh, jetzt habe ich aber. Ah! Igitt, Igitt! Jetzt geben wir hier aber Vollgas, ey. Fast 15 Minuten rum und ich bin schon. Fast mit der zweiten Folge eigentlich gerade mal so da gewesen. Ich bin jetzt der Meinung, ich war letztes Mal richtig lahmarschig. Aber das liegt ja auch daran, weil der Wizard ist nicht ganz so kräftig von seinen Fernkampfattacken. Hier guckt er das an. Der schießt da eine elektrische Kugel und alle sind tot, Alter. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Na gut. Früher oder später wird es nämlich schwieriger für den hier wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel zaubern. Das ist ja schon fast wie... Ja, schon fast wie Cheaten eigentlich. Obwohl es ein erlaubtes Mittel ist, ne? Ich gehe jetzt, glaube ich, mal mehr in Nahkampf. Es sei denn, es geht nicht mehr anders. Boah. Na gut, ich zaubere doch. Vergiftet. La 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 la.
Der Plumpsack geht rum. Dreht euch nicht um. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel. Vollgemacht. So, da ist die Tür. Da muss ich irgendwie rein. Da sind erstmal eine Menge Würmer. Und da geht's zu einem Stern. Boah! Schieß doch nicht so. So, der ist gestorben. An seiner Pestizide, die ich ihm verabreicht habe. Gut, jetzt... Oh, jetzt wird's schön. Geschafft. Und ich habe jetzt wieder so eine Münze aufgesammelt. Und mal gucken, die Kambo. Ist jetzt die Frage, ist die wichtig? Ich würde ja fast sagen, ja. Achso, hier. Ich habe jetzt 4 von diesen goldenen Münzen und wird dadurch 2% günstiger alles. So verstehe ich das hier unten. Also wir haben hier 2% Rabatt in dem Laden. Das ist auch mal was Schönes. Komm, wir kaufen uns das. Und was nehmen wir dann? Healing, Timer. Was ist denn das? Make, bla bla bla. Nee, eine Sekunde mehr. Oder was? Naja. 6, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Healing oder... Im Moment klappt es ja noch ganz gut, nehmen wir das. So, jetzt habe ich das ganze Geld ausgegeben. Bravour, Bravour. Wenn man sonst nichts anderes, also Besseres zu tun hat, ne, dann könnt ihr doch einfach mal Geld ausgeben. Hinterher hat man nichts mehr. Scheißegal, wenn man hinterher unter einer Brücke wohnt. Einfach Geld ausgeben und Schulden machen. Nein, natürlich nicht. Also man sollte schon darauf achten, dass man so die Ausgaben so hat, dass man keine Miese macht am Ende des Monats. Man sollte immer ein bisschen Plus haben am besten. Oh, noch eine Schlüssel. Na toll. Oh, das war jetzt aber gut. Nein! Oh. No. Okay, ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis. Wenn ich nämlich Nahkampf mache, weil ich ja wirklich immer nur ein attackieren kann. Ah. Aber so spare ich mir natürlich wirklich die Mana, ne? Aber ich habe natürlich jetzt so viel Schaden gemacht oder bekommen. Da geht's hoch. Da will ich aber noch nicht lang. Da drüben ist irgendwas. Da ist auch noch... Komme ich hier irgendwie rüber oder geht das noch nicht? Habe ich irgendwas übersehen? Ich bin der Meinung, ich hätte hier vielleicht... wieder so eine Tür übersehen. Ich könnte mich aber auch täuschen. Weil ich gucke immer nie so richtig auf die Wände. Hinterher bist du daran vorbei und dann ärgerst du dich, dass du nicht reingegangen bist. Aber ich glaube, ich hab sie. Na gut. Dann schnappe ich mir jetzt nichts mehr. Und dann gehen wir einfach mal in die zweite Etage. Ach komm, wir machen doch keine halbe Stunde Folge, weil ich jetzt doch so schnell war. Im Gegensatz zu den ersten Folgen, die ich gemacht habe, würde ich sagen, wir machen hier jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns in der neuen Folge wieder, ne? Bis dahin, tschüss.